Hallo, Magolisen, what's up, ladies and gentlemen? Hey, bleib dran bis zum Ende, warum? Das sage ich dir am Ende. Aber jetzt gibt's erstmal eine neue Folge von Conan Exiles. Und wir haben gerade aus Versehen einen Boss getötet. Und mit aus Versehen meine ich fucking aus Versehen. Da rennt man um eine Scheißecke und da steht ein Boss. Ja, heißt das Schild hoch, kämpfen und zum Glück überleben. Also wir stehen an der Kiste, das heißt, diese Folge werdet ihr sehen, was in der Kiste ist. Zudem öffnen wir einen neuen Dungeon, denn wir wissen selber nicht, was das ist, ob das überhaupt ein Dungeon ist oder einfach nur ein fucking Tunnel oder keine Ahnung. Zudem gibt es eventuell noch den Kampf gegen eine gigantische Boss-Schlange, denn wir rüsten zum Krieg und das bedeutet legendärer Shit. Und an dieser Stelle einfach mal ganz liebe Grüße an Sabine, wenn du das gerade siehst, hi. Gut, jetzt gibt's erstmal das Intro und dann würde ich sagen, hauen wir rein. Bis gleich. Hallöchen. Bereit? Bereit. Moment. 3, 2, 1, du hast den Schlüssel. Aha. Schon wieder so ein Stock? Ja, gucken wir den Stock doch mal an. Nein, nicht an mir testen. Doch. Nein. Nee, ich liebe macht das Spiel, weil Schaden. Ich springen kann. Was haben wir denn da hier? Da ist Blut dran. Pike des schwarzen Drachen. Legendär, Reichweite, Mutbonus, Waffe. Nein! Es ist eine Waffe. Verdammt. Nee, warum weg. Hast du mir das jetzt gesagt? Das hätte ein Geheimnis bleiben sollen. Rüstungsdurchdringung und Gesundheitsschaden 53. Was macht meine Axt 57? Na, fast. Kann ich mit Schild tragen? Nö. Meine macht 52. Wäre ich nicht total überlastet, könnte ich es mal ausprobieren. Aber... Warte mal, was wiegt denn hier so viel? Wie viel wiegt das? 2 Kilo? 13 Kilo? Nimm du mal das. 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 Einfach mal alles. Hier. Ich hoffe, hab den blöden Kartenraum dabei. Ach ja. Ach ja, hier, guck mal. Das Ding da hinten habe ich entdeckt. Was? Kartenraum? Das Ding da hinten? Hä, wo bist du denn jetzt schon wieder? Guck auf der Karte. Sind das da Bären? Oh. So nee. Rechts. Dschungelbären? Nee. Nee. Passt nicht. Ach, geil, oh. Was ist das denn? Der Durchgang. Okay. Na, da gucke ich doch mal rein. So, jetzt müsste man so ein typisches Touri-Foto machen. Dreh dich mal andersrum und dann so. So, hey, hier war ich. Ja, und das sind dann so typische Touri-Fotos, wo du im ersten Foto noch lächelst und im zweiten siehst du schon, wie so eine... wie zwei Beine einer Spinne rauskommen und im dritten sind die Fotografierten weg. Oh, ist aber ganz schön dunkel hier drin. Oh, es ist aber ganz schön stressig hier drin. Wie wollen wir da denn hinkommen? Ich bin für Plattformbau. Ich habe noch keinen Stress gesehen, aber ich bin gleich da. Oh. Das wird interessant. Kann Schade, ich habe jetzt keine... Warte mal auf M. Weißt du, wo wir rauskommen? Mitten im Norden. Stimmt, ich habe davon gelesen, dass man vom Dschungel in den Norden laufen kann. Also ist auf jeden Fall eine coole Abkürzung dann. Aber die muss Frage man hier ist, definitiv was bauen? Das wäre doch cool, wenn. Ich gehe davon aus, wir müssen es nicht, aber... Wir werden ach, hier geht's direkt... runter. Ja, ich wollte es gerade sagen. Warte mal. Ach, nur Kristall. Nee, kann raus. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein besonderer Kristall. Irgend so ein Gegenmittel für irgendwas. Oder vielleicht Kryptonit, falls Superman angreift. Ich weiß es nicht. Also da unten brennt es. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte da nicht runter. Also... Oh! Wie sie noch im Hintergrund schreit. Ah. Fast nichts gebrochen. Spinnen. Okay. Perfekt. Zum Testen. Ups, das war falsch. Alter. Das war laut. Aua. Ich mach's mal auf die vorsichtige Variante. Ich hab 6 Wochen nichts später. Gebrochen. Nein, ich bin schon da. Ich habe es auch diesmal geschafft, mich an der Wand runtergleiten zu lassen. Also, ich bin mir nicht sicher über die Schlagabfolge. Die ist ein bisschen mickrig bei dieser Waffe. Aber ansonsten macht die Schaden wie sonst was. Es also, bei einer Spinne cool brauche ich aus. 4 Schläge.
Und mit dieser Waffe 2. Das muss also stärker sein. Oh, Spinne. Ja. Hinter dir. Hinter mir? Lecker. Spinnen. Was das jetzt? Ja. Gibt's hier Dinge zum Lernen? Hey, das ist cool hier drin. Und wie kann das noch brennen? Warum brennt... Oh, fuck. Fuck! Shit! Ich wusste, es gibt einen Nachteil. No! Schon wieder so ein Boss? Mal gucken. Ach, warte, das ist nur ein kleiner. Okay. Das ist übrigens so ein Ding, wie wir es am Anfang erledigt haben. Ja, nur im Winzig. Genau. Da sind auch die grauen Spinnen, die assistieren sollen. Oh, shit! Das wird mich jetzt eventuell doch nicht. Ich dachte, jetzt hab ich mich gefickt. Komm, bluten. Warum machst du kein Bluten? Also, sobald Schild hält, stopp, Schild hoch. Ja. Also bei mir hat er gerade kein Bluten gekriegt. Bei mir schon, aber ich habe keine Ausdauer mehr. Ich kann nicht mehr hier weg. Oh, Achtung, Schild hoch. Ja. Ich heil mich derweil mal. Ey, mein Rücken bleibt mein Rücken. Wo soll ich... Komm. Ja, ja, ja. So. Scheiß drauf, den brauchen wir nicht abbauen. Na gut, das war dann aus Versehen auch wieder ein Miniboss. Ich sollte erstmal ein bisschen was essen. Also da müssen wir jetzt hoch, okay. Ich habe mir nämlich geschworen, ich werde jetzt ein bisschen besser darauf achten, dass ich nicht immer sofort sterbe. Und sagte dass meine sie Gesundheit und regeneriert. Nein. Ja, ja. Ich glaube, seit ich dich kenne, hast du bestimmt schon an die 14 Mal gesagt, ab jetzt achte ich mehr darauf. Ich versuche es zumindest. Es ist, Achtung, Spinne hinter dir. Uah. Das meinte ich mit auf dem dritten Foto. Sie ist alle weg. Es schlich sich von hinten an. Boah, ich werde tatsächlich ein wenig erschrocken. Ich hab's nur da lang krabbeln sehen im Dunkeln. Kann gerne wegbleiben. So, wie soll man denn da hoch? Dann müsste man eventuell... Nee, du brauchst zu viel Ausdauer. Das ist sinnlos. Das da auch... Ach, mir ist sehr kalt, deswegen habe ich Schaden. So ist dir kalt? Ich habe Aufwärmen sogar drin. Weiß nicht, ich habe gerade mein exotisches Festmahl gefuttert und jetzt ist es mir warm. Vielleicht liegt es daran. Ja, bei mir ist abkühlt. Kalt. Kann ich eine Fackel bauen? Wahrscheinlich nicht, weil da bräuchte ich ja schon zumindest irgendwas für. Kann ich ein Einhorn beschwören? Hat keinen Grund, aber ich würde das einfach mal machen. Vielleicht habe ich jetzt für diesen Moment dann auch mal eine Falschrüstung. Ja, offenkundig. Ja. Wobei, sonst war die ja immer richtig geil. Ja, in der Hitze. Aber ich will dich jetzt nicht spoilern, aber hier ist keine Sonne drin. Nein, die kommt echt nicht unter die Erde. Das ist ja ein bisschen scheiße, Mann. I'm a dwarf and I'm digging a hole. Tja, die haben es wohl nicht so gut. Weiß ich nicht, wenn du jemals in Moria warst, dann weißt du, was Sache ist. Also man kann hochklettern, ja, es geht. Und so wie ich das sehe, dürfte man eigentlich auch in irgendeiner Weise hier bauen können. Müsste zumindest theoretisch. Bist du jetzt bei dem Wasserfall hochgeklettert? Rechts, am Felsen. Immer den Felsen nehmen, der am kletterbarsten aussieht. Also nicht am höchsten. Boah, Wasser. Fuck, was bist du? Oh, ernsthaft? Irgendwas musste kommen. Ja klar, was denkst du denn? Gut, dass meine Ausdauer so schnell ist. Ich umlaufe die Feinde einfach. Und bin raus. Oh. So schnell kann's gehen. Ich muss nicht mehr klettern. Ich will wissen, wo wir sind, sonst wäre ich gar nicht mehr weitergelaufen. Weil eigentlich müssen wir in den Dschungel. Wow, Extrem kalt. Erfrierung. Ich werde wieder gezwungen zu cheaten. Nice. Oh, ich wollte gerade sagen, du stehst über mir. Ist das ein Kack, ey. Ja, ich befürchte, wir müssen schon fast wieder zurück. Wo sind wir denn? Ja, ich bin gleich tot. Ach Quatsch, hier unten
Kannst du durch? Nein! Scheiße. Ja, dann stirb halt. Kommst du jetzt bei mir wieder raus. Ich finde das so gut, dass wir die Einstellung haben, dass ich nicht immer die Sachen neu einsammeln muss. Ja, ich auch. Und jetzt lauf. So wie bei Ark. Apropos Ark. Baryonyx. Hier dürfte es zumindest gleich nicht mehr extrem kalt sein, weil wir jetzt im Norden sind. Nur im Norden, im kleinen Norden. Okay, ich habe immer noch Erfrierung. Ja, komm hier links. Richtung der Bauwerke, da ist grünes Land. So, jetzt ist nur noch sehr kalt, da stirbst du zumindest schon mal nicht. Ich brauche Stöcke und... Warte, ich brauche Stöcke. Ich habe immer noch Erfrierung. Oh Leute, echt jetzt? Der ist bei mir nicht auf sehr kalt gewechselt. Nee, dann weiter hier. Ja, ich bin schon wieder tot. Ach, das bist du. Okay, ich dachte, das ist ein schöner Werkmarker. Ja. So eine kleine Erleuchtung. Könntest du auch vermitteln, in mir zu spawnen? Das ist doch für den Arsch. Jetzt ist mir auf einmal nur noch kalt, ne? Sehr kalt. Warte mal kurz, wir kriegen Besuch, aber ich will was testen. Also, für einen legendären Speer, ich bin jetzt gleich tot. Warte, ist egal. Kann der gar nichts. Mhm. Also, ich find's für den Arsch. Also ich muss entweder aus dem Regen raus oder sonst wohin. Mir ist wieder extrem kalt. Oh. Warum ziehst du nicht einfach Rüstungsteile auf? Warte. Weil die Herren das hier nicht sehen sollen. Hier ist doch ein Feuer bei denen. Mhm. Schild hoch. Ah, fuck! Keine Ausdauer in dem Moment mehr. Wie peinlich. Die sind ja alle noch fixiert, also alles gut. Oh, ich habe den großen Damm entdeckt. Was? Schnauze, 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 Schnauze. So. Jetzt ist meine Axt auch mal eingeweiht langsam. Das finde ich schön. Was hat der denn da? Austernfleisch? Ich nehme das einfach mal mit, obwohl ich es nicht brauche, einfach weil es cool ist und ich es noch nie hatte. Jo, kann man mal machen, würde ich sagen. Ne? Bei dem flattert aber ordentlich die Hose, ey. Interessant, wo du deinen Fokus drauf legst. Ja, du, wenn er da so durchs Bild wedelt. Dann heißt das was? Was? Ja, mach du mal. So. Vielleicht hat er ja einen fahren lassen. So, schön. Was ist das hier? Wein. Das ist doch was für dich. Nee, doch. Ich mag keinen Wein. Hilft dir aber beim Erfrieren. Und zwar, um dich davor zu schützen. So aktuell geht's. Obwohl, wieso habe ich eigentlich wieder so einen blutenden Rand? Weil du wahrscheinlich keine Leben hast. Weißt schon, die, auf die du jetzt achtest. Ja, also die sind ein Drittel voll. Ja, ein Drittel ist nicht unbedingt voll, ne? Nee, ich weiß. Aber ich habe auch nicht mehr so viel Streifen dabei. Jetzt ist gleich halb. Aber zumindest haben wir, oder ich, den großen Damm endlich entdeckt. Du hattest den ja schon. Ich hatte den noch nicht auf der Karte. Weißt du, was witzig ist? Ich weiß, wo unser Zuhause ist. Ich sehe von hier die schwarze Wolke von dem Derketo-Tempel dahin. Ach Mist, da war doch beim letzten Mal was. Ich konnte doch was nicht sehen und musste noch irgendeine Einstellung ändern, ne? Ich weiß noch nicht welche. Es muss irgendwas mit Distanz sein. Gut, machen wir eben ein langweiliges Let's Play. Gucken wir mal ganz kurz in die Einstellung. Ja, liebe Freunde, hier seht ihr Einstellungen. Ja, Sichtweite. Einstellung, Grafik, Sichtweite. So, was machen wir als nächstes? Was? Einstellung, Grafik? Einstellung, Grafik, Sichtweite. Hätte ich vielleicht Escape dabei sagen sollen, Einstellungen, als statt Grafik, Video. Ich sag's nochmal für deine Zuschauer. Links von Audio. Ja, da guck ich. Mhm. Ich bin bei Video. Unter Laptop-Modus. Ach da. Habe ich Ultra.
Ich auch. Also ich sehe von hier den Keto-Tempel. Vielleicht ist bei mir einfach zu neblig, ich weiß es auch nicht. Nun ja, weiter geht's. Da ist übrigens der Vulkan. Schön gemacht, was? Nee, ist nicht der Vulkan. Lustigerweise ist das etwas, was es noch gar nicht gibt. Doch, das muss es geben. Ich finde aber, dass man da nicht hinkommt, sind daneben. Es sieht so aus, als wenn da Zwerge wohnen würden. No pun intended. Ja, da können wir sogar hin. Da ist unter anderem die Höhle, in der wir gerade gewesen sind. Die Steinschosshöhle. Okay. Die müsste da sein. Wollen wir da wieder rein? Circa. Na, wir wollten doch eh nicht in den Dschungel. Obwohl, ist der schnellste Weg zurück. Hm. Hinter uns wäre noch ein Obelisk. Ziemlich weit weg. Hm. Das ist jetzt blöd gelaufen. Vielleicht hätten wir da doch nicht durchgehen sollen. Hm. Weil der nächste Obelisk ist schon ein gutes Stück weg. Ja. Ein sehr gutes Stück weg. Aber, naja, hey, was soll's. Holen wir den jetzt ab? Ne, ich zeig dir lieber was. Okay, dann zeig du mir mal was. Oh, was ist das denn hier? Not the snow-covered mountains that we had seen on our journey. Just jagged rocky peaks. And a swamp, thick and grueling, that lay over the eastern part of the region like a shadow. But it was clear that this land was inhabited. Carved blocks of mighty stone covered the landscape. And a crystal-clear lake in the north was dammed. And siphoned along the great aqueduct. And the city. Such engineering was beyond humankind. I saw the great monuments, the statues brooding over the river. Geh mal hier durch. And the towers that flamed unnaturally da. Across the landscape. And I confess, I felt fear. Oh, was liegt hier? Ich höre da gerade noch zu. Ach, jetzt ist es vorbei. Ich fand die Stimme sehr cool. Ja, das ist die Gegenspielerin der Sklavenhalter. Auch wenn ich die Stimme jetzt leider noch ein bisschen leiser eingestellt habe, habe ich festgestellt. Aber man hört ja nicht so oft irgendwelche Leute hier drin reden. Warum sollte ich da denn durchgehen? Na, geh mal bis zum Felsen. Falsche Richtung. Warte, ich höre es knurren, oder? Ich nicht. Was war denn das für ein Geräusch? Alter, was ist das vor dir? Das ist Rodbranch. Der Geist des Waldes. Ich hab den Knochen gehört. Ich möchte behaupten, dass man dem nicht so leicht beikommen kann. Aber okay. Er kann geblockt werden. Das ist schon mal gut. Weißt du, ich glaube, hier gehen wir hin mit Brandfallen. Der war gut. Das ist eine sehr gute Idee. Der macht doch jetzt nicht wirklich harte Attacken, also. Bis dato hätte ich nicht mal blocken müssen. Der sieht eher aus wie so ein Äffchen. Ja, aber das Schild kann alles abblocken, komplett. Shit, Schild runtergenommen. Ich versuch mal. Oh. Oder so. Hä? Habe ich kein Bett mehr? Ah. Wegen der Sklavenjagd war das weg. Ja, ja, warte mal, bist du gerade gestorben und ich spawne woanders? Ja. Ja, bei mir. Das ist gut, das spart nämlich Laufwege. Tja, so kann man es auch sehen. Schnellreise mal anders. Das war natürlich alles geplant. Und ich muss wieder cheaten. Wie schön. Hängst du im Bett fest? Ich häng in der Wand fest. Ich hab's gerade gesehen. Ja, jetzt sind wir zumindest hier. Naja, nicht wo ich hin wollte, aber nah dran. Aber ich verstehe echt nicht mehr, warum mir in dieser Rüstung hier noch kalt ist. War mir doch vorher nicht.
Mir sinkt gerade auch die Temperatur. Ich weiß nicht. Vielleicht hat das irgendwo mit zu tun. Vielleicht Nebenwirkung vom Tod. Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. Ja. Naja, zum Beispiel, wenn du in der Nähe von Eisriesen bist. Und vielleicht ist das einfach nur noch von diesem Vieh quasi noch nicht weggemacht worden nach dem Tod. Okay. Also nach dem Essen habe ich es jetzt nicht mehr. Was macht der bei einer Rüstung? Ist die kühlend oder was? Nee, ist eine Hitzeschutzrüstung. Also ja, theoretisch kühlt meine Rüstung. Es kann sein, dass sie zu stark kühlt. Ja, meine kühlt ja auch, aber bisher hat sie jetzt nicht so gekühlt, dass mir immer kalt war. Tja. Zeiten ändern sich. Neuer Hardcore-Server. Qualität lässt nach. Boah, wenn das ein Hardcore-Server wäre, wäre unser Charakter schon eine Menge gelöscht worden. Das sieht so aus, als wenn der meine Wolfsmaske auf dem Kopf ausatmen würde. Dann lass sie einen Tschüss atmen. Okay. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht, auch wenn wir diesmal nur ein wenig rumgeguckt haben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao mit V. Ich find's ja immer wieder interessant, was man in einer Folge alles nicht erreichen kann. Tja, wenn ihr es bisher geschafft habt, dann Hashtag Ende bzw. Make it to the end. Alles klar? Ihr könnt das auch ein bisschen fancy schreiben, damit es besser aussieht. Zusammengeschrieben sieht das so doof aus. Naja, Hashtag Made it to the end. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Wenn es wieder heißt Conan Exiles. Gut. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen, außer joint im Discord, tritt der Community bei, lass ein Abo da. Gut, bis zum nächsten Mal, Valadoheris. Euer Wolf.